Hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Gelsemeer. In der Episode 3 befinden wir uns hier immer noch irgendwie in so einer Art sich wiederholenden Traum, habe ich so das Gefühl. Weil wir das hier quasi jetzt schon in der Folge davor eigentlich alles gemacht haben. Aber wir sind in unserem Zimmer erwacht und müssen hier wieder irgendwie langstiefeln. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb und was wir überhaupt suchen. Okay, der Schrank ist leer, den hatten wir ja schon geplündert. Ist hier hinten jetzt was Neues? Nee, können wir hier irgendwas tun? Das können wir nicht verwenden. Das auch nicht. Wir hätten jetzt noch die Taschenlampe. Okay, nee, da müssen wir wahrscheinlich irgendwas anderes tun. So, hier hat sich auch nichts verändert. Hier können wir definitiv nichts machen. Das ist alles zugestellt. Wir müssen wieder zurücklaufen. Und können jetzt noch hier lang laufen. So, hat sich da irgendwas verändert? Nee. Liegt hier wieder was? Oder entdecken wir irgendwas Gruseliges, Schlimmes? Ach, zum Glück nicht. Okay, mehr ist hier also auch nicht. Dann müssen wir wieder komplett zurück. Hier hoch müssen wir jetzt. Oh. Ist das Nini? Sam! Er ist jetzt verschwunden. Du meinst Nini? Ja! Wer ist Nene? Ich und Juan, ein anderer Typ aus meiner Gang, Chicanos Locos, waren auf dem Heimweg von einer Party. Was wir einen von einer anderen Gang trafen, mit der wir Krieg hatten. Wir haben ihn an seinen Farben erkannt. Okay, das ist komischer Deutsch. Er hieß Nene und trug purpurne Gangfarben. Wir waren betrunken und Juan, mein Freund, hat er eine Waffe mitgenommen, eine alte deutsche Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg. Juan gab es mir und sagte, ich sollte Nene aufhalten. Weil ich noch neu war, musste ich ihm beweisen, was ich hatte, was ein Chicago Loco mitbringen muss. Ich ging auf ihn zu und hob die Waffe. Wir zwangen ihn, mit uns in ein verlassenes Industriegebäude, gerade außerhalb von Newark, zu kommen. Oder Newark? Und fanden einen leeren Lagerraum, wo wir ihn auf einen Stuhl setzten. Ich hielt die Pistole an seine Stirn. Ich fühlte mich mächtig, als Nene zu weinen anfing. Dann ging ein Schuss los. Er fiel rückwärts zu Boden. Da lag er und starrte die Decke an. Es war nur ein paar Sekunden vorbei. Wir ließen die Pistole, die Mordwaffe da und liefen heim. Eine Woche lang blieb ich in meiner Wohnung. In der Zeit redete ich mit niemandem. Jede Stunde schaute ich mehrfach durchs Fenster raus auf die Straße, um zu sehen, ob da Cops sind. Aber es waren nie welche da. In dieser Woche erfuhr die Gang von der alten deutschen Pistole am Tatort, von der jeder wusste, dass sie Juan gehörte. Bevor die Polizei ihn festnehmen konnte, wurde Juan tot aufgefunden. Vermutlich von Nenes Gang getötet. Fast alle meine Träume drehten sich um Nene. Er war da, hat mich beobachtet, mich daran erinnert, was ich getan habe. Ich dachte, es würde hier in Reaching Dreams besser werden, aber es wurde schlimmer. Okay, das war jetzt Raphaels Geschichte. Ich glaube, er ist jetzt glücklich. Naja.
Irgendwie erfahren wir ständig irgendwas über Morde und dergleichen, ne? Achso, da können wir jetzt quasi das nochmal machen. Jetzt haben wir Nenes Geschichte gehört, beziehungsweise Raphaels war das über Nene. Was haben wir da jetzt eigentlich aufgehoben? Eine Lupe. Eine Lupe? Wozu brauchen wir eine Lupe? Eine Lupe. Sorry, ich wiederhole mich, aber... Ich frage mich ganz ehrlich, was wir mit der Lupe machen sollen. Okay. Wo sollen wir denn jetzt eine Lupe verwenden? Ich versuche gerade ganz angestrengt darüber nachzudenken, wo wir eine Lupe brauchen. Oh, diese Lupe, die zieht immer so nach, dass sie mich immer ein bisschen verwirrt. Sind wir wieder hier? Das wieder zu. So, weil wir das mal zu machen. Lupe. Sind wir hier nicht fertig gewesen? Da ist doch definitiv nichts mehr drin. Hier sollte hoffentlich auch immer noch nichts sein. Mehr ging hier nicht. Ach, da liegt noch eine Münze, ne? Groß. Hab ich schon ein paar Mal übersehen, weil wir sind hier schon ein paar Mal angelaufen. Ah, vielleicht bei der Tafel? Vielleicht? Nö. Okay, schade. Mal 4 von 10. So, hier? Ist auch Quatsch, von so weit hinten kann man doch eigentlich nichts machen, oder? Warte mal, ich muss mal kurz Inventar. Also doch, wir können hier irgendwas einsetzen. Das aber nicht. Das auch nicht. Die Uhr! Na klar! Ja, war total klar. Scheiße, und hier müssen wir jetzt bestimmt die Lupe anwenden. Ja, und nee. Nicht sowas, bitte. Der Mann war von einer Welt der Finsternis verschlungen worden. Das Messer mit dem grünen Griff war seine Erlösung. Seine Wehen waren aufgeschlitzt, als die Sonne plötzlich im Osten aufging. Müssen wir uns das merken? Grüner Griff, den haben wir ja. Wir haben halt noch kein wirkliches Messer. Und Sonne im Osten aufging? Hm. Weiß ich nicht. Okay, wundervoll. Können wir jetzt wieder gehen? Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Bin verwirrt. Okay, Escape hat geholfen. Sonne im Osten. Der Ball könnte als Sonne dienen. Das ist der Messergriff. So wirklich grün ist der jetzt nicht, ne? Okay, wir sind hier aber fertig. Oder? Ja. Boah, das, das verleitet so schön. Ich werde mal... Scheiße, ich habe vorhin nicht gespeichert. Ah, das muss ich jetzt ganz schnell dringend nachholen. So, okay.
Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich komplett wieder zurückgehen. Weiß zwar nicht wohin. Messerschaufel. Können wir hier noch die Uhr anwenden? Können wir das hier vielleicht tun? Können wir hier irgendwas tun überhaupt? Ja, in diesem Raum müssen wir uns weiter umsehen. Okay. Also wirklich viel ist ja hier nicht in dem Raum, wenn wir mehr ehrlich sind. Nee, so richtig. Das hatte ich doch alles schon mal ausprobiert hier. Irgendwas muss man hier tun in dem Raum. Lässt sich nicht öffnen. Egal, was ich hier drauf anwende, nichts funktioniert. Und die Uhr hatte ich doch schon. Okay, das macht für mich jetzt irgendwie keinen Sinn. Was ist denn, wenn wir jetzt hier wieder hochgehen? Ah! Kommt noch ein Ball, okay. Ist der jetzt rot gewesen? Und jetzt? Jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Aber da hängt Nene noch. Aber wir haben jetzt so zwei Bälle. Wir brauchen doch bestimmt vier Bälle. Und das Fragezeichen ist weg. Oh. Jetzt werden wir aber hier bombardiert mit den Wellen. Was ist das Grau? Kann hier bitte auch nochmal irgendwo ein Ball herfliegen? Das wäre nett. Ich glaube, wir brauchen nämlich noch einen vierten Ball. Vielleicht nochmal da durchlaufen. Ah, fuck. Verdammt. Das kam unerwartet. Ja, es kam unerwartet. Alter Schalter. Toll. Hat der voll gebräunte Pause. Ich hab Hunger. Wirklich sogar. Mein Bauch knurrt. Das war so gemein. Nur wieder den Weg zurück, ne? Ich hoffe jetzt bitte ohne irgendwelche Zwischenfälle. Das wäre schön. Das ist so, nee. Ja, untersuchen. Aber da müssen wir jetzt eine richtige Reihenfolge rausfinden, oder? So. Ich hätte gerne mal den grünen Ball. So, den stecke ich da rein, weil hier ist grün. So. Dann haben wir rot und grau. Rot steht für Kiss Me oder so, würde ich mal jetzt sagen. So, Date Me könnte grau sein. Dann machen wir halt den gelben. Und das. Passiert nichts. Das war falsch. Denn wir haben alle unsere Bälle wieder. Ja, okay. Aber eigentlich war das ganz gut von mir gedacht. Ich weiß nicht, ist das rosa? Also komm, grün doch auf jeden Fall, oder? Grün da rein. Sonne im Osten heißt ja theoretisch, gelb müsste wirklich da rein. Dann war vielleicht nur rot und grau verkehrt. Für Date Me vielleicht rot. Ja, das wissen wir schon, aber das ist anscheinend ja falsch. Verdammt, es gibt so viele Möglichkeiten. Okay.
Kiss me, date me. Ich würde schon sagen, dass das die Hinweise sind. Es geht jetzt schneller, als wenn ich die blöden Bälle wieder einsammeln würde. Ich hätte jetzt gedacht, wirklich, aber doch haben wir es ja schon probiert. Grün. Rot hatten wir jetzt hier überall schon drin. Ich verstehe den Sinn jetzt nicht, also wie wir darauf kommen sollen. Ja, untersuch doch den Mist dich. Was? Du musst einen Hinweis auf das Rätsel finden, stand da, kann das sein? Ja, danke, du mich auch. Ist mir schon klar. Nur wie? Warte mal, können wir die Lupe da noch anwenden? Vielleicht vergrößert die ja irgendwas. Nee. Ich muss einen Hinweis auf dieses Rätsel finden. Ja, du mich auch. Okay, ohne Witz. Das ist doch bestimmt dieses Bild da. Das war doch der Hinweis. Mit dem Mann, mit der Lupe. Mit diesem Gesicht. Ansonsten wüsste ich nicht, wo was für einen Hinweis wir da kriegen sollten noch. Von wo? Ich schaue es mir einfach jetzt nochmal an. Aber da war doch, da war grün und da war was mit gelb. Verwenden wir nochmal. So, der Mann von einer Finsternis verschlungen wurde. Das Messer mit dem grünen Griff war seine Erlösung. Seine Wehen waren aufgestürzt, als sie plötzlich im Osten aufging. Also eigentlich dann grau, grün, rot, gelb. Grau, grün, rot, gelb. So würde ich das jetzt deuten. Grau, grün, rot, gelb. Ich versuche es mir zu merken. Ich werde es so ein paar Mal sagen. Grau, grün, rot, gelb. Ich könnte es mir auch aufschreiben, aber nee. Grau, grün, rot, gelb. Warum war der Weg so lang? Grau, grün und gelb. So, jetzt aber bitte. Grau. Grün. So hatten wir es auf jeden Fall noch nicht probiert, weil grün bei mir immer nur hier drin lag. Rot. Jawohl. Was? Die V-Schlüssel? Also das ist hier doch jetzt die einzige Tür, oder? Ah ja, da ist auch ein Fernseher. Oje, oje. Warum wird mir gleich wieder so unbehaglich zumute, wenn ich sowas sehe? Wir müssen die Videokassette einschieben. Ihr wisst schon noch, was da drauf steht, ne? Scariest movie ever? Warning? Ach, bitte, ey. Man kann Spulen stoppen? Na, ich will weder Spulen noch will ich das Ding stoppen. Ich will das nicht mal angucken. Ja, Italia Voliento präsentiert. Ein Film von. Lucifer, müssen wir uns die Kacke da aufmalen? Zombie of the Dead. Ich habe hier Stift und Zettel bereit liegen. Ich werde sowieso gleich wieder ein Herzinfarkt kriegen hier. Wieder zusammenzucken bis zum geht nicht mehr. Ich will da gar nicht hinschauen. War es das? Halt! Ich war zu langsam. Das male ich mir auf jeden Fall mal ab. Dreieck. Ein Stern. Ein Halbmond und noch ein Dreieck. Okay, ich
Ich probiere das Ganze mal vor. Und erwarten ganz furchtbare Dinge. Aber wozu brauchen wir das? Wir haben die Kassette immer noch. Hä? Wozu brauchen wir das jetzt? Ich habe nirgendwo irgendwelche Symbole gesehen. Oh, eine Brechstange. Und eine Münze. Ha! Hab ich gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Laufe ich jetzt einfach mal wieder sinnlos durch die Gegend, würde ich sagen. Und gucke, ob hier irgendwas Neues sich tut. Ja, das haben wir immer noch, aber das kriegen wir nicht auf. Immer noch keine Hinweis, Fragezeichen hier. Oh, da liegt die Tasche. Die Tasche! Sam, da unten ist jemand. Manchmal könnten wir ihre Schreie hören. Es ist echt traurig. Ich wünschte, ich könnte mit ihr reden, aber ich kann sie nicht finden. Ich werde versuchen, sie zu finden. Ich verspreche es. Was ist mit dir passiert? Warum bist du hier? Naja, ich und mein Vater Jack saßen beim Abendessen und dann schlief er ein. Ich glaube, dann schlief ich auch ein. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Hat deine Mutter dich und deinen Vater einschlafen lassen? Vielleicht. Ich werde versuchen, sie zu finden. Danke. Und Sam, wenn du meine Mutter triffst, bitte, bitte, bitte tu ihr nicht weh. Versprichst du das? Ich verspreche es. Danke, Sam. Auf Wiedersehen, Sam. Alles klar. Wir durchleben hier so ein bisschen Jacks Geschichte, der aber ja von seiner Frau wahrscheinlich ermordet wurde. Und das ist wohl deren gemeinsames Kind. Ich weiß nicht, ob wir alleine dabei bleiben. Juhu. Kriegen wir das jetzt hier irgendwie geöffnet? Irgendwie nicht. Jetzt schauen wir mal oben nach. Und heißt das wirklich, wir treffen doch auf die Frau? Ich will das nicht. Okay, ich glaube, hier ist nichts weiter anders. Ich will diese Frau nicht treffen. Das kann doch nicht gut enden. Da würde ich irgendwie auch nicht durch. Nee, in den Schrank gucke ich jetzt nicht nochmal rein. Okay, in die dunkle Ecke gucke ich jetzt auch nicht nochmal rein. Oh, unser Fragezeichen ist wieder da. Sorry. wir müssen hier irgendwas machen, ne? Dann müsste ich in diesem Raum weiter umschauen. Ach, wer hätte das gedacht? Gut, da oben waren wir jetzt quasi gerade. Das funktioniert so nicht. So, da haben wir die Tasche. Können wir der Tasche irgendwas zeigen? Ach Quatsch, wir haben die Brechstange, genau. Hab ich mir ja ganz vergessen. Komische Brechstange. So. Und ich glaube, dass wir hier wirklich jetzt dem Ende uns nähern, werde ich jetzt hier nochmal einen kleinen Schnitt setzen. Falls es für eine nächste Folge nicht reichen sollte, werde ich den Schnitt wegschneiden und das zusammenpacken. Ihr wisst, wie ich das meine. Ansonsten mache ich jetzt hier Schluss, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und freue mich auf eure Kommentare. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.